Was geht ab, Leute? Sascha von Scale Gaming TV Video und herzlich willkommen zurück zur Serie WoW2WM mit dem zweiten Spiel mit Kroatien. Das erste Spiel konnten wir für uns entscheiden mit 5:3. Richtig unglaubliches Spiel. Zur Halbzeit stand es 4:1, glaube ich, und dann ging es noch 5:3 auf. Und hier kommt jetzt auch, glaube ich, unser nächster Gegner. Ja, da ist er jetzt auch mit Manchester United Wappen und Trikots. Und ja, ich bin fertig, er ist fertig. Also kannst du losgehen mit dem zweiten Spiel mit Kroatien. Danach kommt wieder ein anderes Team, Kamerun oder Mexiko, wer weiß es schon. Da entscheide ich mich kurzfristig. Und hier ist auch das Team von unseren Gegner, Uni und Eto'o vorne im Sturm. Cazorla, William, Nani und Ramirez im Mittelfeld. Baines, Luis, David Luis, Company und Walker in der Abwehr im Tor. Hat er Scheich, 100 Chemien und hat 83 Bewertungen. Richtig starkes, wackeliges Premier League Team. Und dann gehen wir auch rein in die Partie. In der 18. Minute kommt hier schon mal unser Gegner mit einem Schwimmer auf Eto'o. Der fällt und es gibt 11 Meter. Keine Ahnung, ob das jetzt einer war oder nicht. Aber ich glaube mal schon, sonst würde der Schiedsrichter ja nicht pfeifen. Koluka hat den Elfmeter verschuldet. Hier sieht man den jetzt mal. Ja. Kann man geben, muss man aber nicht. Aber er hat ihn gegeben. Rooney gegen Plaikosa. Rooney schießt, aber gehalten. Plaikosa bleibt einfach ganz cool in der Mitte stehen. Und jetzt kriegen wir vielleicht eine Kontermöglichkeit über Mandzukic. Mandzukic, schöner Ball auf Modric. Modric hat Zeit zum Weiterspielen zu Ilicevic. Ilicevic ist durch Ilicevic. 1:0. Kurz nachdem der Gegner den Elfmeter verschossen hat, machen wir das 1:0. 22. Minute. Ivo Ilicevic von Hamburger SV. Der macht das 1:0 für uns. Und der hat das schön gemacht. Nochmal kurz nach rechts gegangen und dann abgeschlossen, damit der Ball auch sicher reingeht. Hier sieht man nochmal schöne Ballannahme. Und damit steht es 1:0 nach 22 Minuten. Dann gehen wir rein in die 28. Minute. Hier schöner Ball von Rakitic auf Mandzukic. Mandzukic durch Mandzukic. Ja. Ganz schwacher Abschluss von Mandzukic mit links. Aber was soll zu machen? In der 32. Minute Modric hier versucht Perisic zu schicken, aber da ist Baines dazwischen. Baines mit einem katastrophalen Fehlpass. Ilicevic mit der Flanke. Das ist Mandzukic. 2:0. Mandzukic, 34. Minute, einfach ein Kopfballungeheuer von dem Herrn. Das ist einfach ein Kopfball, wie er, glaube ich, auf der Karte 88 Kopfball, das merkt man auch im Spiel. Und wir führen 2:0 nach 34 Minuten. In der 40. Minute kommt unser Gegner über Santi Cazorla, der auf Eto'o. Eto'o, der schießt einfach mal und macht das 2:1 Anschlusstreffer. 41. Minute. Samuel Eto'o hat das schön gemacht. Und Eto'o ist natürlich ein Top-Stürmer. Und kurz vor der Halbzeit kommen wir jetzt nochmal über Kovacic. Kovacic auf die Flügel, auf Perisic. Perisic hat Platz im Flanken. Der flankt auch rein. Da kommt Modric angerauscht und der mit dem Kopf irgendwie ins Tor. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Modric, einer der kleinsten auf dem Feld. Irgendwie 1,75 groß, weiß ich aber nicht genau. Jedenfalls führen wir 3:1 zur Halbzeit. Und ja, ich denke mal verdient. Oder was sagen die Statistiken? Ja, er hatte 5 Schüsse, aber auch 5 Schüsse aufs Tor, 48% Ballbesitz, wir hatten 52% Ballbesitz. Aber wir hatten das Doppelte an Schüssen und aber nur 7 Schüsse aufs Tor. Damit, ja, ich würde mal sagen verdient, aber ja, in der 57. Minute, also in der zweiten Halbzeit, macht der Gegner hier einen Fehler und Mandzukic mit dem Schuss, aber schön gehalten von Peter Cech. Das hätte das 4:1 sein können, aber nicht müssen, war keine 100%ige Chance. Aber wäre schön, wenn er reingegangen wäre. Aber wir kriegen jedenfalls eine Ecke. Aber davor wechselnd der Gegner hier nochmal. Bringt Ramirez. Ne, Ramirez geht raus. Dafür kommt Fellaini. Und den einmal habe ich gerade nicht so schnell gesehen. Wir führen die Ecke aber kurz auf Ilicevic. Da hinten ist Perisic. Und wieder ein Kopfballtor. 59. Minute. Perisic. Einer der kopfballstärksten Außenspieler Europas, denke ich mal. Und ja, hat man bei Dortmund auch gesehen, dass er richtig kopfballstark war. In FIFA war, ist er ebenfalls kopfballstark. Und jetzt wechseln wir jetzt auch mal kurz aus. Wir bringen Olic für Mandzukic. Perisic geht ebenfalls raus. Dafür kommt Eduardo mal wieder rein. Und für Modric, für Modric kommt Sertic rein. Also ein Defensiverer mit Sertic für Modric. Wir führen ja 4:1, also können wir auch ruhig mal auf defensiv stellen. Hier kommt erstmal Olic auf Eduardo. Eduardo mit dem Schuss, aber schön gehalten von Tschechien. Schöner Schuss von Eduardo, aber der Ball,
Der geht leider nicht rein. Wäre ein schönes Tor geworden, aber wir kriegen jedenfalls in der 79. Spielminute noch eine Ecke. Rakitic führt die Ecke wieder kurz aus. Also das ist echt overpowered, denn die Flanke mit Kovacic und da hinten ist Udic. Das könnt ihr auch ruhig mal ausprobieren, die Ecke kurz auszuführen und dann rein zu flanken. Das bringt echt vielleicht manchmal mehr, als wenn man die Ecke sofort reinbringt. Und ja, wie ihr hier seht, habe ich schon wieder ein Kopfballtor gemacht mit Ivica Olic. Keiner ging von meinem Gegner hoch, damit hat Olic leichte Beute. Und ja, der Gegner bricht hier jetzt, denke ich mal, ab. Ihr habt gerade die Schüsse gesehen von mir. Ich hatte, Entschuldigung, ich hatte 19 Schüsse und 13 aufs Tor. Hier jetzt nochmal kurz zu sehen. Ja, 19 Schüsse, 13 aufs Tor, 52% Ballbesitz. Aber der Gegner hat 100% Schussgenauigkeit, 8 Schüsse und 8 Schüsse aufs Tor. Das hat man auch nicht so häufig, aber wir haben jedenfalls 5-1 gewonnen, nachdem der Gegner abgebrochen hat. Und wir brauchen nur noch einen Punkt, dann sind wir eine Liga weiter. Ich glaube, in Liga 4 sind wir dann, oder Liga 5, weiß der sich genau. Und ja, das war's auch zu diesem Video, zum 8. Part meiner Road2M-Serie. Nächster Part kommt wieder ein neues Team, Kamerun oder Mexiko, seid gespannt. Und ich werde mich wie immer über ein Like, Abo und Feedback freuen und dann macht es gut, bis zum nächsten Video und ciao.